Mein Name ist Klaus Wichelhaumer, neben mir sitzt Thomas von Hesen. Hallo zusammen. Wir sollen jetzt und wollen jetzt in der nächsten Stunde mit Ihnen diskutieren, warum Nahrungsergänzungsmittel im Sport durchaus sinnvoll sein können. Wir sind seit einigen Monaten bei der Firma Fairway und Grund, weil wir die Firmen gut finden und weil wir auch die Produkte, die von dieser Firma vertrieben werden, durchaus sinnvoll und angemessen finden. Wir stellen uns vielleicht erstmal am besten selber vor. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge jetzt ist, aber doch, es geht mit mir los. Ja, schon. Also, ich bin ehemaliger Professor für Sportmedizin an der Hamburger Universität und neben dieser Tätigkeit auch viele Jahre in meinem Leben im Leistungs- und Hochleistungssport verbracht, als Mediziner, als Mannschaftsarzt, als Unterstützer in Trainingsprozessen. Ich habe einen Haufen von Tätigkeiten vorzuweisen. Es liegt auch daran, dass ich mittlerweile auch schon etwas älter bin und dadurch natürlich auch schon alleine durch diese Möglichkeit relativ viele Tätigkeiten hatte. Ich war Präsident der Deutschen Gesellschaft Sportmedizin und Prävention, bin jetzt als Ehrenpräsident noch tätig. Meine sportmedizinischen Tätigkeiten waren eine Tätigkeit als hauptamtlicher ärztlicher Leiter der sportmedizinischen Abteilung des Olympiastützpunkts Hamburg-Schleswig-Holstein. Ich habe in den vergangenen 30 Jahren vielfältige Mannschaften betreut, angefangen von deutschen Auswahlmannschaften bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und natürlich auch bei sehr vielen Spielsportarten. Mein sportmedizinisches Hobby ist in der Tat die Betreuung in Spielsportarten, besonders natürlich Fußball, aber auch Hockey, Eishockey, Volleyball, Handball. Ich immer wieder feststelle, dass man dort mit relativ einfachen Umsetzungen von Trainingskenntnissen, die in Individualsportarten schon seit Jahrzehnten lang gang und gäbe sind, noch sehr viel erreichen kann. Und das ist Thomas von Hesen und der wird sich jetzt selber vorstellen. Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße alle zu diesem Webinar, was ich für äußerst interessant finde bei der Fragestellung Sinn von Nahrungsergänzungsmitteln. Ist in der heutigen Zeit natürlich auch überaus wichtig, nicht nur in der Vergangenheit, gerade in der besonderen Situation, wie wir sie gerade erleben. Auch eine ganz wichtige Geschichte von der Vorstellung her, wie viel, zum Beispiel, wie viel Nahrungsergänzungsmittel soll ich zu mir nehmen, welche Art von Nahrungsergänzungsmittel etc. Kurz zu meiner Person, ich mache es kurz, ich bin ehemaliger Bundesligaspieler, habe lange Zeit beim HSV gespielt, bin dann durch die Weltgeschichte etwas getingelt als Trainer, international einige Vereine trainiert und dort auch wesentlich Erfahrung gemacht im Bereich gerade unseres Themas, wo ich viele Dinge erlebt habe, die nicht so liefen, wie man sie eigentlich gerne gehabt hätte, auch vom Verzehr der Nahrungsergänzungsmittel etc. pp., weil die Aufklärung einfach in dem Maße nicht gegeben war. Jetzt warum Fairway? Fairway deswegen, weil erstens kenne ich Ilan Dogan, die führende Persönlichkeit von Fairway, schon seit einigen Jahren, gefühlt Jahrzehnten. Wir haben uns nie aus den Augen verloren und in diesem Zusammenhang irgendwann mal wieder getroffen, haben dann über diese Thematik mal gesprochen und uns vereinbart, dass wir gemeinsam Fairway, was die Nutrition-Geschichte angeht, nach vorne bringen, vor allen Dingen auch von der Qualität her uns unterscheiden wollen von den unzähligen Angeboten, die es gibt auf dem Markt. Für mich steht Ilan Dogan für Qualität, für außerordentliche Qualität und ich glaube auch, dass mit den Produkten, die wir später diskutieren, auch ein kleiner Meilenstein, man nennt das Milestones, geschafft worden ist, die natürlich dann auch in der Fragestellung unter uns diskutiert werden sollen. Also von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir das zusammen mit meinem Freund Micky Braumann machen können, den ich auch schon seit etlichen Jahren kenne, auch schon 30 Jahre im Geschäft ist und wir viele gemeinsame Dinge auch erlebt haben im Profifußball. Von daher passt das von der Konstellation sehr gut. Ja, wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Webinar und vor allen Dingen freuen wir uns auf eure Fragen. Gut, und das ist letztlich unsere
unser Vorsatz. Wir wollen mit der eben schon von Thomas erwähnten jahrzehntelangen Expertise, die wir als professioneller Leistungssportler und auch als Arzt im Hochleistungssport uns angeeignet haben, mit dieser Expertise wollen wir helfen, noch besser zu verstehen, wie diese Produkte wirken. Und wir wollen letztlich auch mit unseren Testimonials dazu beitragen, dass die Vorurteile, die hier und dort gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln bestehen, dass die etwas abgebaut werden. Wir wollen Ihnen helfen bei der Argumentation, warum man durchaus in einigen Situationen Nahrungsergänzungspräparate benötigt. Und wir wollen natürlich auch noch zukünftig versuchen, neue Produkte zu entwickeln und wollen das Ganze natürlich auch mit Hilfe von wissenschaftlichen Studien belegen. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass aus der Sicht des Leistungssportlers, was ich ja mal war, vor einigen Jahren jetzt übergegangen bin zum Normalsportler, würde ich sagen, zum Freizeitsportler, wie viele von euch wahrscheinlich auch, wie man dann in diesem Bereich mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel umgeht, ja, wie, in welchen Dosen man das zu sich nehmen soll, was vor allen Dingen Sinn macht, was sinnlos ist. Also insofern wird das eine ganz spannende Diskussion heute. Und ich denke, dass wir da auch uns gegenseitig ein Stück weit nach vorne bringen, vor allen Dingen auch mit der Beratung von Micky Braumann, der aus der sportwissenschaftlichen Sicht her einiges dazu beitragen kann. Und letztlich geht es darum, dass wir im Grunde genommen nur solche Produkte auch unterstützen, die tatsächlich von ihren Grundsubstanzen her und von den Wirkmechanismen sinnvoll sind. Es gibt ja doch eine große Anzahl von Präparaten, bei denen man doch etwas skeptisch sein muss und sich fragen muss, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Und solche muss man sich noch ganz klar machen, dass viele der Substanzen, die in solchen Nahrungsergänzungsprodukten angeboten werden, theoretisch wirksam sein könnten, wenn man sich also teilweise diese riesengroßen, Wände einnehmenden Stoffwechselwege anguckt, die in manchen großen Tabellen dargestellt werden, dann könnte man durchaus glauben, dass alle Produkte in irgendeiner Art und Weise wirksam sind. Aber es muss eben nicht sein, dass sie auch tatsächlich im lebenden Organismus wirksam sind. Und deswegen, wie eben schon ausgeführt, wollen wir unsere Aktivitäten auch unterstützen mit wissenschaftlichen Studien zu den Wirkeffekten ausgewählter Produkte, die es jetzt schon gibt, aber auch zu solchen, die wir dann erst noch zusammen mit Fairway entwickeln wollen. Und wir können sagen, dass die Inhaltsstoffe dieser Produkte also qualitativ natürlich hochwertig sind, aber dass die Wirksamkeit dieser Inhaltsstoffe in verschiedensten wissenschaftlichen Untersuchungen immer wieder eindeutig nachgewiesen werden konnten. Und insofern geht es jetzt eigentlich nur darum, noch eine Optimierung durchzuführen, indem man vielleicht an der Rezeptur bestimmter Präparate noch ein bisschen dreht und auf diese Art und Weise das Produkt vielleicht noch effizienter macht. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die allermeisten dieser Produkte nicht nur von Fairway, auch von Mitanbietern sicherlich im Großen und Ganzen auch wissenschaftlich effizient nachgewiesen haben. Und wie gesagt, wir wollen eben dann noch der Neu- und Weiterentwicklung von Fairway-Produkten helfen und wollen dabei eigene Ideen einbringen. Ja, unbedingt. Das ist unheimlich wichtig, dass wir auf Erfahrungswerte zurückblicken können, aber auch vorausschauend natürlich die Thematik in den Angriff nehmen. Ich habe zum Beispiel einige Freunde in meinem Bekanntenkreis, die verschiedene Produkte jetzt auch genommen haben und auch in der Art und Weise praktisch eine Art Studie für uns darstellen, die verschiedene Produkte angeht. Darüber können wir später auch diskutieren. Es geht um verschiedene Produkte wie Focus, Energize, Repower. All-in-One ist ein Produkt von Fairway, was ich sehr gut finde und vor allen Dingen in der heutigen Zeit als sehr sinnvoll erachte. Also insofern können wir die drei Produkte plus All-in-One gerne einmal diskutieren, ja, weil das ist, darauf liegt unser Fokus, weil wir ja auch aus der Leistungssport-Thematik kommen oder auch mittlerweile aus der Freizeitsport-Thematik. Da geht es um Dosierung etc. pp. Und vielleicht mal ganz grundsätzlich so ein paar
prinzipielle Vorausbemerkungen. Wenn man trainiert, dann will man ja letztendlich seine körperliche Leistungsfähigkeit verbessern. Und das Prinzip dieses Trainings kann man hier erkennen. Wenn man einmal eine harte Trainingseinheit gemacht hat, dann kommt es im Laufe eines sogenannten Prozesses der Regeneration nicht nur zur Wiederherstellung des Ausgangsniveaus, sondern es kommt sogar zu einer Leistungsfähigkeit, die etwas oberhalb dieses Ausgangsniveaus liegt. Das Ganze nennt man Superkompensation. Und wenn man das Ganze jetzt an mehreren Tagen hintereinander macht, dann erreicht man irgendwann einen Zeitpunkt, wo man nachher tatsächlich eine deutlich bessere Ausgangsleistung hat als zu Beginn. Das ist der normale Weg. Und wenn man trainiert und wenn jetzt ein normaler Mensch anfängt zu trainieren, dann wird er feststellen, dass er sich in bemerkenswerter Geschwindigkeit verbessert. Und dann ist man schnell geneigt, auch Hochrechnungen anzustellen. Also wer als Jogger anfängt und am ersten Tag vielleicht nach 200 Metern schon mit dem roten Kopf unter der Laterne steht und nach 5 Monaten vielleicht sogar schon 10 Kilometer laufen kann, der extrapoliert dann seine Leistungsentwicklung und sagt, in 3 Jahren bin ich Olympiateilnehmer. Das geht leider nicht so gut, weil diese Kurve nachher im oberen Bereich leider Gottes abflachen wird. Aber grundsätzlich ist dieses Prinzip des Trainings bei allen Menschen, egal ob sie Hochleistungssportler oder Anfangsathleten sind und Einsteiger sind, in gleicher Weise anzuwenden. Das Problem liegt dann hier dargestellt, dass es eben unter Umständen auch zum gegenteiligen Effekt kommen kann. Gucken Sie hier oben, sehen Sie nochmal die Abbildung. Hier wird belastet, dann wird die Leistungsfähigkeit kurzfristig schlechter. Dann kommt es im Rahmen der Wiederherstellung der Regeneration zu dem Superkompensationseffekt und dadurch wird das Leistungsniveau gesteigert. Das bedeutet aber, dass man, wenn man jetzt unterschiedliche Organsysteme betrachtet, dann kann man feststellen, dass die Wiederherstellung dieser Organsysteme bis zur Superkompensation durchaus unterschiedlich sein kann. Sie sehen dieses Organsystem, sagen wir mal, das ist die muskuläre Energiebereitstellung, ist relativ schnell wieder regeneriert. Dieses Organsystem, zum Beispiel die Sehnen und die Bänder am Skelettsystem, braucht länger. Daraus kann man schon erkennen, dass es durchaus problematisch ist, die individuellen optimalen Trainingsanforderungen herauszufinden. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass unterschiedliche Menschen auch in völlig unterschiedlicher Weise auf ein und dasselbe Training reagieren, dann können Sie sich vorstellen, welche Schwierigkeiten zum Beispiel ein Fußballtrainer hat, der mit 25 Individuen trainieren muss und nach Möglichkeit gucken muss, dass er alle Leute zum wichtigen Spieltag X auf ein möglichst optimales Maß körperlicher Fitness kriegt. Ja, da gibt es ja heutzutage viele, viele Möglichkeiten aus dem medizinischen Bereich, das zu kontrollieren und vor allen Dingen jeden Spieler, man nennt das heute einzustellen auf den nächsten Wettkampf. Da geht es dann auch darum, welche Supplements kann jeder Spieler vertragen, in welcher Form, in welcher Dosierung. Und damit kommen auch schon die ersten Fragen. Sind denn Studien zu unseren Produkten geplant? Wie wird das Ganze aufgebaut? In welcher Form werden die Studien abgehalten und so weiter und so fort. Da wird Miki jetzt nochmal einiges zu sagen. Ich wollte vielleicht doch ganz kurz, da komme ich sicherlich gleich drauf, ich will ganz kurz noch sagen, was das große Problem ist. Das ist nämlich hier unten auf dieser Abbildung dargestellt. Wenn man sozusagen ein Training, das nächste Training beginnt, bevor die komplette Wiederherstellung erreicht ist, dann wird der Trainingseffekt sich umkehren, dann wird man nicht besser, sondern wird im Laufe der Zeit schlechter. Und diesen Prozess der Regeneration, das ist letztlich das, was unter anderem auch mit Nahrungsergänzungspräparaten unterstützt werden kann. Und vielleicht auch noch so ein paar Punkte vorher, bevor wir dann auf die geplanten Studien kommen. Es gibt ja in der Wissenschaft eine sehr intensive Diskussion darüber, ob solche Nahrungsergänzungspräparate überhaupt wichtig sind. Vor allen Dingen auch bei den Mikronährstoffen, da gibt es die eine oder andere kritische Anmerkung. Dass man Makronährstoffe natürlich zusätzlich zu sich nehmen muss, ist völlig klar. Man muss das Protein und die Kohlenhydrate unmittelbar nach bestimmten Trainingsbelastungen einnehmen und kann nicht noch 2 Stunden warten. Und ich habe dieses Beispiel mal hier gestellt. Man kann in der Schwimmhalle kein Spiegelei braten, wenn man schnell Proteine aufnehmen muss. Ein anderes Argument ist, dass die Qualität der verfügbaren Lebensmittel natürlich auch nicht mehr so ist, wie sie in der idealtypischen Welt sein könnte.
Wir haben längere Transportwege. Wir müssen davon ausgehen, dass viele Nahrungsinhaltsstoffe durch die Lagerung und diese Transportwege inaktiviert werden, dass die Vitamine nicht mehr so vorhanden sind, wie man das eigentlich denkt. Und wir müssen auf der anderen Seite auch feststellen, dass die mit einer Vollwerternährung durchaus eine Nahrungsergänzung fast überflüssig wird, aber die Vollwert ist eben für die allermeisten Menschen nicht möglich und deswegen sind Nahrungsergänzungsmittel eben nicht überflüssig. So, die Frage, die eben gestellt worden ist, sind Studien zu den Produkten geplant, Micky? Ja, also aus meiner Sicht ja, weil wir haben uns schon lange darüber unterhalten, wie sinnvoll Studien sind. Und ich glaube, die Fairway-Produkte geht, ist es absolut sinnvoll, weil wir brauchen diese Studien, um dann auch belegen zu können, in welcher Form die Produkte greifen. Und mit diesen Erfahrungswerten können wir natürlich auch viele Dinge auch viel besser belegen. Genau. Also natürlich muss man jetzt nicht das Rad immer wieder neu erfinden. Und die Inhaltsstoffe der meisten, auch der jetzt hier vorgestellten Produkte, sind ja schon in zahlreichen Studien eindeutig belegt. Wir haben allerdings jetzt zum Beispiel auch bei den besonderen Mixturen, die jetzt von Fairway gewählt worden sind, nochmal die Möglichkeit, die auszuprobieren. Und wir wollen im allerersten Schritt das subjektive Empfinden messen. Wir haben jetzt eine Gruppe von, ich schätze so zwischen 10 und 20 Athleten, die übrigens, das ist für viele von Ihnen vielleicht gar nicht so deutlich geworden, die sich auf Olympia vorbereitet haben und die jetzt nach der Absage vor 3 Tagen wirklich in ein tiefes Loch gefallen sind und mussten dadurch den einen erstmal moralisch aufrüsten, denn die haben sich doch ein halbes, dreiviertel Jahr lang auf diesen Juli vorbereitet und stellen jetzt fest, dass ihre gesamte Jahresplanung vollkommen neu bedacht werden muss. Also etliche oder einige von denen aus dem norddeutschen Raum hatten sich schon bereit erklärt, an diesem Projekt mitzumachen. Wir wollen sie befragen zu ihren Eindrücken nach der Einnahme dieser bestimmten Präparate, ob sie sich nach dem Training besser gefühlt haben, ob sie das Gefühl haben, dass die Trainingsbelastungen besser toleriert werden. Und Thomas von Hesen hat bereits bei Kopfarbeitern begonnen mit dem Präparat Focus und wir werden jetzt auch noch bei diesen Athleten die anderen Präparate, die wir gleich noch vorstellen werden, auch in einer solchen Studie überprüfen. Ja, Micky, da schließe ich gleich die Frage an, ob die Ergebnisse dann auch in Testreihen, die wir gemacht haben, auch veröffentlicht werden. Ich denke, das gehört immer zu einer Studie dazu. Ja. Natürlich werden die veröffentlicht und dann auch jedem zugänglich gemacht. Des Weiteren ist gerade die Frage reingekommen, wie lang die Haltbarkeit der Produkte ist, also 24 Monate. Nach unserer Information nur Repower 12 Monate. Wo oder kann man diese Produkte schon kaufen? Ja, natürlich kann man die kaufen. Unter fairway.com bekommt man alle Informationen zu allen Produkten von Fairway. Insofern kann sich jeder da informieren und schlau machen. Das ist der einfachste Weg. Ja, die Frage ist, ob wir auch Sportler sponsern. Ich glaube, dass dieses Produkt eines derjenigen werden wird, welches absolut von Sportlern auch bevorzugt irgendwann genommen wird. Das bedeutet, wenn man eine gewisse Zeit diese Produkte auch auf dem Markt gesehen hat, werden mit Sicherheit einige Sportler auch durch Fairway gesponsert werden. Das macht ja auch Sinn. Denn in der heutigen Zeit ist ja auch das Marketing unheimlich wichtig. Also bevor man irgendwelche Themen anfasst, ist das Marketing erstmal die erste wichtigste Maßnahme, die man ergreifen muss. Und ich glaube, das gehört dazu, den Marketingbereich von Fairway auch zu optimieren. Die Frage Doping, ob diese Präparate mit den Doping-Regularien kompatibel sind, selbstverständlich. Und auch das ist zum Beispiel ein Zeichen für die Seriosität dieser Fairway-Produkte. Sie werden regelmäßig im Anti-Doping-Labor in der Deutschen Sporthochschule in Köln überprüft und es wird dann immer von jeder Marge eine Probe dahin geschickt und dann gibt es das Siegel unbedenklich.
Ja, da kommt noch die Frage, Micky, ob die Produkte dauerhaft eingenommen werden. Das hängt natürlich davon ab. Also in der Regel sollte man sie nur in den Phasen einer erhöhten Belastung einnehmen, aber ein Hochleistungssportler braucht ja doch, dafür hat ja solche Phasen doch an bestimmt 8 bis 10 Monaten im Jahr. Ansonsten sind sie eigentlich gedacht, um besondere körperliche Erschöpfungszustände nach besonders intensiven Beanspruchungen auch bei dem Freizeit- und Breitensportler besser zu tolerieren, sprich also sich besser nach einer solchen Beanspruchung zu regenerieren. Die Antwort also rund um die Uhr und das ganze Jahr über ist das eher weniger angebracht, aber zu bestimmten Zeiten dafür umso mehr. Na, ich muss auch sagen, dass gewisse Produkte natürlich eigentlich permanent eingenommen werden könnten. Nur wenn man Sport treibt, wir sind ja alle meistens mittlerweile Freizeitsportler, es gibt auch die Hochleistungssportler, aber die Mehrzahl, in der Mehrzahl sind wir ja Freizeitsportler, die halten das so, so wie ich zum Beispiel, wenn ich 3-mal in der Woche trainiere, dann nehme ich natürlich verschiedene Produkte nach dem Training, zum Beispiel Repower, was mir sehr gut tut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass mir das sehr gut tut. Und aber wenn ich mal 3 Tage oder 2 Tage nicht trainiere, nehme ich es natürlich eher nicht, ja, weil ich es nicht brauche. Ich brauche ja kein zusätzliches Produkt oder Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich nicht vorher praktisch eine körperliche Anstrengung gehabt habe. Also da fokussiere ich mich mehr oder weniger auf die Produkte, ebenso wie bei Focus, wenn ich mittlerweile, ist es so, einige Calls am Tag habe, die 1,5 Stunden oder länger dauern. Und ich habe mal 20 Minuten oder 1/2 Stunde Pause, nehme ich einfach mal das Produkt Focus, um einfach mal wieder die Konzentrationsfähigkeit herzustellen. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das tut mir sehr gut. Und ich fühle mich dann auch wirklich in der Lage, nochmal einen 2-Stunden-Call zu machen und bin nicht erschöpft, sondern bin wirklich fokussiert. Das kann ich eigentlich zu dem Thema sagen. Jetzt schauen wir mal, was wir noch für Fragen haben. Ach ja, ob sich die Produkte untereinander vertragen, wenn man sie alle einnimmt. Das ist ja eine klassische Frage. Ja, also, ja, achso, also sie werden natürlich, ja. Also es gibt in einigen Produkten gibt es identische Nährstoffinhalte, aber die sind alle so gemessen, dass man selbstverständlich auch alle Produkte gemeinsam nehmen kann und ohne dass es da jetzt irgendwelche Überdosierungen oder sowas zu befürchten. Ja, sie bleiben praktisch in einem Kreislauf. Ja. Das bedeutet, man kann sie zu jedem eigenen Anlass nehmen. Ja, also sie beeinflussen sich nicht in der Wechselwirkung, sondern sie sind schon kompatibel. Ich würde gerne noch mal kurz wir haben jetzt hier diese Präsentation so schön vorbereitet, wir müssen schon eure Fragen beantworten. Also die Frage war ja generell für dieses Webinar, braucht man Nahrungsergänzungsmittel und sind sie oder braucht man sie nicht? Und wir sagen ganz eindeutig, sie werden benötigt, weil sie doch die Regeneration beschleunigen und verbessern können. Vor allen Dingen dann, wenn eine unzureichende Versorgung mit entsprechenden Substanzen akut nach einem Training direkt nicht möglich ist. Und sie können offensichtlich auch, und dafür gibt es eine große Anzahl hochkarätiger wissenschaftlicher Studien, die Inhaltsstoffe, auch die in den Fairway-Präparaten vorhanden sind, auch zu einer Steigerung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit beitragen. Frage, die man vor diesen Nahrungsbestandteilen oder bei den Nahrungsergänzungsmitteln immer wieder stellt. Wirken sie, ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, dass es eben eine Vielzahl von Substanzen gibt, die nicht eindeutig nachgewiesen sind. Hier kann man das erkennen, dass doch viele durchaus mit einem negativen Zeichen ausgestattet sind im Hinblick auf die Wirksamkeit, ob sie eine Leistungsverbesserung zum Beispiel bedeuten. Aber es gibt doch etliche, die auch tatsächlich eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit haben, wie man hier sieht. Und im Übrigen stellt sich auch heraus, dass zunehmend auch Kräuterpräparate oder pflanzliche Präparate der traditionellen chinesischen Medizin, die auch teilweise in den Fairway-Produkten enthalten sind, dass die auch mit den wissenschaftlichen Kriterien, also in einer Hardcore-Wissenschaft untersucht, durchaus verbessernde Wirkungen haben. Mittlerweile weiß man auch hier und da schon, über welche Mechanismen die wirken, aber das Spektrum der verbessernden und der Leistungs- und verbessernden Substanzen ist doch durch die ernsthafte Befassung mit den pflanzlichen Substanzen
gerade auch aus dem fernöstlichen Bereich, aus China und Japan werden dort sehr viele und auch nach westlichen Kriterien saubere Studien publiziert, dass sich doch diese Befassung lohnt und dass man sehr viele Substanzen positiv gefunden hat im Hinblick auf ihre Wirksamkeit. Okay, ich glaube zwischendurch wieder ein, zwei Fragen beantworten. Frage 11, wie verhält es sich mit älteren Menschen? Ja, gerade in der heutigen Zeit fragen ältere Menschen, was kann ich tun, um mich auch zu schützen? Ja, mit welchen Vitaminen kann ich mich versorgen, damit ich ausreichend also ausgestattet bin und vor allen Dingen unterstützend oder eher nachteilig? Also Nachteile gibt es für Fairbear-Produkte eigentlich überhaupt keine, außer man nimmt vielleicht 25 Fläschchen von dem Repower-Drink. Dann kann man vielleicht Durchfall bekommen, aber ansonsten sind die Produkte natürlich auch für den älteren Menschen bis hin zu dem Hochbetagten vielleicht sogar noch wichtiger als für einen 20-Jährigen, weil doch die Aufnahme bestimmter Substanzen aus der Nahrung gerade mit zunehmendem Alter schlechter wird. Es gibt darüber jetzt keine exakten Studien, aber von der Wahrscheinlichkeit her ist es selbstverständlich so, dass Ältere mit Sicherheit mindestens genauso von diesen Präparaten profitieren wie jüngere. Okay, jetzt sehen wir gerade das Produkt Energize. Energize ist natürlich ein Produkt, was ich auch schon ausprobiert habe in der Form. Es wirkt, man merkt es auch, also wirklich subjektiv. Und da bietet sich das natürlich an, am Anfang erstmal die Hälfte dieses Tütchens, dieses Inhalts des Tütchens einzunehmen, um ein bisschen ranzutasten. Aber die Wirkung ist da, also man merkt es wirklich. Und ich habe das jetzt über Wochen ausprobiert. Wenn ich ein bisschen schwach fühlte oder ein bisschen ausgelaugt, dekonzentriert. Also es hat mir geholfen und insofern glaube ich, dass wir zu dem Produkt einiges Gutes sagen können. Die Studie laufen noch mit meinen Studienleuten, die wirklich auch die Bögen ausfüllen, damit wir auch die Studie komplett haben von den 6, 7, 8 Leuten. Und zieht sich leider noch 2 Wochen hin, weil sie vor 10 Tagen erst angefangen haben, diese Bögen dann auszufüllen. So, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar gab es noch die Frage, ob wir weitere Produkte planen. Ja, also ein Produkt, was wir seit vielen Jahren immer wieder diskutiert haben, ist ein Produkt, welches im weitesten Sinne zum Gewichtsmanagement eine Rolle spielen soll. Nämlich das Carnitin. Und wir haben in früheren Jahren, als Thomas noch Fußballprofi war und ich auch gelegentlich die leistungsmedizinische Betreuung beim HSV hatte, gab es immer eine Zeit, bei der in den Mannschaften der Körperfettgehalt gemessen wurde. Also da gibt es eine spezielle Zange. Dann kam ich da in die Kabine und musste bei allen Spielern an 10 verschiedenen Stellen die Hautfaltendicke messen, daraus konnte man dann auf den Körperfettgehalt schließen. Und man kann sich vorstellen, dass ein Spieler, bei dem ein sehr geringer Körperfettgehalt gemessen werden kann, dass der im Rahmen seiner Möglichkeiten richtig fit ist im Vergleich zu einem, der zwar auch ein sensationell guter Spieler sein kann, Fußballspieler, Eishockeyspieler, Handballspieler, aber der sicherlich von seiner körperlichen Fitness her noch Luft nach oben hat. Und aus dieser Zeit oder in dieser Zeit wurde dann unter anderem auch die Einnahme von Carnitin favorisiert. Und die sehr viele der Spieler hatten aus der damaligen Mannschaft hatten das Gefühl und haben das felsenfest gesagt und haben dafür auch relativ viel Geld ausgegeben, dass sie unter Einnahme von Carnitin eine noch weitere Einschmelzung ihres Körperfettgehaltes hatten. Und diese Frage wollen wir doch jetzt mit einer Verzögerung von 20 oder 25 Jahren doch endlich auch nochmal wissenschaftlich angehen. Wir glauben felsenfest, dass eine Kombination aus Carnitin und Protein ein Präparat beinhaltet oder darstellt, welches auch im Rahmen des Gewichtsmanagements erfolgreich sein wird. Ja, schön ist auch, dass ich das damals live miterlebt habe und wir natürlich auch jetzt aus den Erfahrungen von damals einige Schlüsse ziehen können, was das neue Produkt angeht. Wir sind mit Hochdruck dran, dort wirklich auch
einige Schritte weiterzukommen, zu entwickeln. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern das dauert schon einen Moment, bis das fertige Produkt vorstellen können. In der Tat, ja. Dieses, vielleicht können wir noch mal so ein paar dieser noch mal die Frage der, nee, das machen wir gleich. Wir können erstmal die Produkte vorstellen. Also Energize, das ist im Grunde genommen sozusagen das Produkt, welches ein ganzes Spektrum aus Wirksubstanzen enthält. Es enthält verschiedene Aminosäuren, Vitamine, Elektrolyte, die alle von einer hohen Wichtigkeit bei körperlicher Leistung sind. Es enthält auch stimulierende Substanzen wie Koffein, Theonin, Taurin, die alle im legalen Sinne erlaubt sind, aber die natürlich auch in bestimmten Trainingssituationen nochmal eine mentale Stimulation bringen können und dadurch auch nochmal eine höhere Leistungsbereitschaft, sodass man sowohl im Wettkampf, aber auch im Training, denn ein höher, intensiver durchgeführtes Training hat dann ja letztlich auch eine Entwicklung der Leistungsfähigkeit zur Folge, die man also durchaus nehmen sollte und damit eine verbesserte Leistung erwarten kann. Wir haben dies eben schon erwähnte Repower. Das ist sozusagen in flüssiger Form. Das sind 50 Milliliter Fläschchen, die eine Vielzahl von Substanzen enthalten, in erster Linie Kohlenhydrate. Und die Kohlenhydrate bilden ja sozusagen das Muskelbenzin. Ohne Kohlenhydrate hat man im Grunde genommen keine großartigen Leistungsreserven. Dieses Repower ist jetzt für den Sporttreibenden vielleicht nicht unbedingt notwendig unter dem Aspekt, dass er seine muskulären Zuckervorräte wieder auffüllt, sondern vielmehr, dass man damit den Blutzuckerspiegel wieder etwas erhöhen kann, der nach längeren Belastungen ja auch absinkt. Und ein erniedrigter Blutzuckerspiegel vielfältige negative Auswirkungen hat. Die Koordinationsfähigkeit wird schlecht, man fühlt sich einfach schlecht, man hat diesen Hungerast und insofern ist dieses Repower kurz oder während einer Belastung oder kurz vor Ende einer Belastung oder auch nach der Belastung eingenommen, alleine schon aus diesem Aspekt her, wie der Name sagt, es bringt die Power zurück. Es enthält darüber hinaus diverse Vitamine aus der B-Gruppe, die ganz wichtig für den Kohlenhydratstoffwechsel sind, aus der C, also C-Vitamin C und aus der E-Gruppe. Es enthält verschiedenste Elektrolyte und eben auch diese stimulierenden Substanzen, Koffein, Theonin und Taurin. Und Sie sehen an dieser Abbildung die verschiedenen Organsysteme, die letztendlich alle unter dem Einfluss von Repower eine ganz wichtige oder die da regenerieren können und in ihrer Leistungsfähigkeit sich verbessern. Okay, wollen wir eine Frage zwischendurch mal beantworten, und zwar die, welches Land ist der Leader aus deinen Erfahrungen in dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel? Das ist schwer zu beantworten. Also das könnte ich nur aus dem Bauch heraus sagen. Ja, ich glaube, dass in den USA sehr viel, weil einfach die Nahrungsergänzung da auch schon zur Routine gehört. Wenn man mal in den amerikanischen Supermärkten ist, da gibt es ja ganze abgetrennte Ecken mit den Smart Drugs. Und ich glaube, es gibt kaum eine Nation, in der mehr die verschiedensten wirksamen oder unwirksamen Präparate sozusagen zusätzlich zur normalen Nahrung aufgenommen werden. Aber das ist eine Frage, für die ich jetzt keine genauen wissenschaftlichen Studien benennen könnte. Ja, ist immer die Frage der Mitbewerber. Wie viele Mitbewerber gibt es auf dem Markt? Wobei wir natürlich auch dazu sagen können, dass die Produkte von Fairway einzigartig sind. Die sind unter ganz bestimmten Qualitätsmerkmalen dann auch produziert worden, egal welche Produkte. Du hast die sicherlich auch analysiert und der Form dann auch für so hochqualifiziert empfunden, dass wir allen Leuten nur empfehlen können, diese Produkte mal auszuprobieren. Also völlig klar, sie sind in einer besonders ansprechenden Art und Weise aufgemacht. Sie sind auch, glaube ich, in den Dosierungen her nahezu ideal. Natürlich gibt es andere Mitanbieter, die in ähnlicher Weise solche Produkte haben. Und da muss man jetzt auch ehrlich genug sein und sagen, dass die in ähnlicher Weise auch wirken werden. Aber man muss sich dann irgendwann mal entscheiden, genau wenn man Audi oder BMW fahren will. Und ich finde gerade Fairway im gesamten Arrangement und in dem gesamten Produktportfolio finde ich einfach gut. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich stehe dazu und finde das einfach eine gelungene Kombination.
und favorisiere deswegen eindeutig diese Produkte. Und die Wirkung ist da. Man hat ja auch keine dopingrelevanten Inhalte. Ja. Also keinerlei. Also das kann man ausschließen zu 100%. Und wie gesagt, nochmal, die Wirkung ist da. Und das spricht ja für die Produkte. Eindeutig, ja. So, jetzt gehen wir mal weiter in den Fragen. Ja, wie kann man Fairway-Produkte bekommen? Also ich denke, gut, das ist eine Frage, die grundsätzlich beantwortet werden kann. Man kann Partner werden, denke ich, über die Homepage und dort einen Vertreter online finden, um dann jemanden zu finden, der einem beim Start hilft. Also ich glaube schon, dass das der Weg ist, den man gehen sollte. Kann man alle Produkte sehen, die ganze Palette der Produkte hier sehen. Ein Produkt fehlt noch, das ist Sleep. Sleep ist ein Produkt, was einem hilft, ruhiger zu schlafen, zu entspannen und da auch diese Phase des Schlafs zu bekommen, die man braucht, um mal diese Tiefschlafphase zu bekommen, um am nächsten Morgen dann auch sehr ausgeruht wieder aufzuwachen. Das ist das Produkt, was wir hier heute nicht sehen. Aber wir haben jetzt nochmal dieses Fokus und dieses Fokus ist eben gerade ein Produkt, welches nicht nur im Sport oder in allen Sportarten, aber es gibt ja auch Sportarten, wo eine sehr hohe Konzentrationsfähigkeit benötigt wird. Und dafür ist dieses Fokus eben ganz hervorragend geeignet. Also zum Beispiel gerade in dem jetzt ganz modern gewordenen E-Sport wird mit Sicherheit ein großer Markt für Fokus liegen, denn es führt eindeutig, habe ich neulich auch mal gemacht, nach einer intensiven, sehr erschöpfenden Diskussion, die über 2 Stunden dauerte, haben wir so einen Fokus genommen und es war tatsächlich so, es kam die Energie innerhalb von kürzester Zeit wieder zurück, die Konzentrationsfähigkeit war da, also das ist mit Sicherheit auch gerade bei den E-Gamern ein großer Anwendungsbereich, der da sich auftut, die darin die Inhaltsstoffe, diese stimulierenden Substanzen, Koffein, Taurin, Guarana, Ginkgo ist ja auch eine neurotrope Substanz, dann die Vitamin D-B-Gruppe. Also alle diese Substanzen haben doch ihre nachgewiesenen kleinen Wirkspektren, die letztlich zum Gesamtbild der Konzentrationsfähigkeit beitragen. Und insofern ist das sicherlich eine hervorragende neue Tätigkeit. Dann gibt es ja auch noch die Dartspieler. Und auch beim Dartspielen habe ich nochmal so ein paar Bilder mitgebracht. Also über das E-Gaming kann man diskutieren. Sport, ja. Ist E-Gaming Sport oder ist E-Sport Sport? Die Diskussion gibt es ja schon seit Monaten. Das war ja auch mal die Frage, ob es olympisch werden sollte. Da kommen wir wieder in den Bereich Dopingkontrollen, weil das ja auch ein ganz großes Thema ist. Mittlerweile gibt es Dopingkontrollen im E-Sport, die ich auch für sehr sinnvoll erachte, weil mittlerweile der Markt so groß ist und die, wie soll ich sagen, die Competitions auch auf ganz hohem Niveau ausgeführt werden. Da geht es um viele Gelder, die da ausgeschüttet werden. Und ich glaube schon, dass das Sinn macht, dann auch mit Produkten zu arbeiten, die praktisch doping-irrelevant sind. Das heißt, mit diesen Produkten bist du auf der sicheren Seite. Und es ist natürlich auch wieder die pädagogische Dimension, wenn man sich eben vorstellt, wer alles E-Sport betreibt, dann ist es da genauso wichtig, dass man von vornherein jegliche verbotene Leistungssteigerung mit irgendwelchen Amphetaminen oder irgendwelchen aufputschenden Substanzen, die ja auch im Grunde genommen nur kurzfristig wirken, dass man die von vornherein verbietet. Die richtig guten E-Gamer sind ja auch solche, die extrem viel Wert auf ihre körperliche Fitness legen. Und ich denke, das sollte man, kann man gar nicht oft genug betonen. Ich habe mir hier so ein paar Bilder nochmal mitgebracht. Achso, das kommen wir gleich mal drauf. Aber die richtigen E-Gamer tun auch sehr viel für ihre körperliche Fitness und sind mittlerweile, weil sie eben merken, wie wichtig das ist, dass man auch mit einer guten Fitness längere Zeit stressresistent ist und auch seine und auch einfach leistungsfähiger. Okay, gehen wir mal weiter. Also eine weitere Frage ist, ob man Empfehlungen hat für die Einnahme, ne? Oder ob man so mit Wasser mixen kann oder mischen kann oder ob man auch alternativ mit anderen Fruchtwässern kombinieren sollte, ist wahrscheinlich die Frage der Auflöslichkeit. Das ist letztlich, glaube ich, genau, das muss man ausprobieren. Auch die Frage des Einnahmezeitpunktes ist sicherlich, also generell sollte man sagen,
gerade speziell Repower und Energize sollte man möglichst im Anschluss an eine körperliche Belastung aufnehmen. Aber auch das muss man letztendlich wie viele andere Dinge in Training und in Beratung von Training auch individuell sehen. Das muss man einfach ausprobieren und muss gucken, wann man am günstigsten und was sich von der Praktikabilität her auch am günstigsten anbietet. Fakt ist einfach, dass es möglichst dicht nach dem Ende der Belastung erfolgen soll, weil dann die Regenerationsprozesse mit Abstand am schnellsten noch ablaufen. Ja, es ist ja so, wenn man die Tütchen hat und das Pulver hat, dann muss man es ja immer in Wasser oder manchmal, ich habe es mal gemacht mit Apfelsaft, kommt auf den Geschmack an, was erträglich ist. Ich habe vorhin auch nochmal Fokus genommen, das schmeckt so ein bisschen, ja, wie nach Erdbeeren, so ein bisschen das Rot, es wird dann rot, wenn man es mit Wasser mixt. Also es schmeckt auch ganz lecker, finde ich. Ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Der eine mag es weniger, der andere mehr. Also muss man für sich selbst entscheiden. Aber im Prinzip, die Pülverchen muss man halt auflösen und die anderen Shots, die denke ich mal, die kann man so trinken. Das ist völlig normal und okay. Ne? Frage ist, darf man Fokus auch nehmen, wenn man Marcomar nimmt? Also es gibt eine Interaktion zwischen dem Ginkgo und dem Marcomar, das ist so ein Blutverdünner. Aber ich glaube, die Mengen, die in dem Fokuspräparat enthalten sind, sind so gering, dass man diese Interaktion vernachlässigen kann. Ganz ehrlich kann ich Ihnen das gar nicht sagen. Das sollten Sie mit Ihrem behandelnden Internisten oder Kardiologen besprechen. Zeigen Sie aber auch die Menge an Ginkgo, die in diesem Präparat enthalten ist. Und das ist bei weitem nicht das, was man in den normalen Ginkgo-Präparaten, die ja sozusagen als Demenzprophylaxe oder einfach zur Verbesserung der intellektuellen Leistungsfähigkeit beim alternden Menschen empfohlen werden, was man da hat. Ja, Thema E-Gamer. Ja, da kann ich einiges zu sagen, weil ich habe mit zwei Jungs zu tun, die praktisch aus dem E-Gaming kommen, das seit Jahren auch mal selbst gemacht haben, jetzt mehr im Business-Bereich sind, das heißt E-Sport-Themen aufarbeiten, begleiten, E-Sport-Teams begleiten und aufbauen. Also das Thema wird ganz groß aufgehängt und ja, die Frage, die hier reinkommt, war jetzt, eine Sekunde. Wie groß ist die Zielgruppe? Achso, wie groß ist die Zielgruppe? Ja, die ist immens. Die Zielgruppe ist immens. Also sie wächst von Tag zu Tag, immer mehr E-Gamer sind unterwegs. Jetzt eine Zahl zu nennen wäre fahrlässig, würde ich sagen, weil das geht in die Millionen. Es gibt ja die Hobby-Gamer, dann gibt es die semi-professionellen Gamer und dann gibt es die Elite, die in den Ligen, mittlerweile gibt es ja auch Bundesligen von E-Sport-Clubs, selbst in Deutschland gibt es eine E-Sport-Bundesliga. Internationale Vereine, so wie ich jetzt gehört habe, bauen diese Sparten mit sehr, sehr viel Geld auf, weil sie genau wissen, dass da viel Geld zu verdienen ist. Das heißt also, der Markt wird immer größer, alle Vereine oder Institutionen können ein E-Sport-Team kaufen, aufbauen, sich zulegen. Deswegen ist der Markt unermesslich und sobald wirklich ein tolles Produkt auch auf dem Markt ist, werden die E-Gamer dann sicherlich auch sehr interessiert sein, diese Ergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, diese Fokusprodukte auch zu nehmen. Wir sind auch dabei, ein weiteres Produkt für E-Gamer noch zu entwickeln, weil wir wissen auch, dass die E-Gamer, wenn sie gamen, das ist dann die Analyse, die sich aus den Beziehungen ergeben hat. Sie wollen relativ zügig und schnell praktisch so einen Shot zur Verfügung haben, um nicht erst ein Tütchen aufzureißen, weil sie müssen sich ja konzentrieren auf das Spiel. Und daher ist es unsere Aufgabe, demnächst auch ein neues Produkt zu entwickeln für E-Gamer, was sowohl in der Auswirkung, das heißt in der Konzentration auch vernünftig aufgebaut wird, wie auch im Handling. Also das wird ein weiteres Produkt sein, was wir in der Pipeline haben. Das dazu. Über E-Gaming, ja, da kann man im Internet einfach mal E-Gaming eingeben. Dann bekommt man wahrscheinlich 20, 30, 40 Links, um sich dort schlau zu machen. Dann wird man auch sehen, dass ganze Hallen voll sind, dass die Deutsche Fußballliga, die DFL, sich mittlerweile auch mit dem Gedanken trägt, eine E-Gaming-Sektion noch einzurichten, weil natürlich auch in den großen Bundesliga-Clubs richtig schon E-Gamer-Abteilungen sich gebildet haben und gegründet haben. Also das wird in der Tat ein riesiges Feld und wenn man sich auch die Preisgelder anguckt, die da teilweise bei den
vernetzten Wettbewerben dann statt ausgeschüttet werden, das ist schon ein hochattraktiver Markt für eine große Anzahl von Interessierten und von Leuten, die auf diesem Markt Geld verdienen können. Ja, gerade jetzt in der heutigen Zeit, da kommt auch gerade die Frage in dieser Corona-Zeit, heißt es hier, ja, da ist das E-Gaming natürlich eine der Möglichkeiten, interaktiv zu sein, ohne dass man direkten Kontakt zu verschiedenen Personen aufnimmt, es sei denn durchs Netz. Also das ist eine ganz große Geschichte im Moment, die weltweit immer mehr zunimmt. Und ich glaube, in der heutigen Zeit auch vielen praktisch die Möglichkeit bietet, diese Zeit, die man dann irgendwo auch, wie soll man sagen, diese Langeweile zu überbrücken, bedeutet auf der anderen Seite, dass viele Möglichkeiten bestehen, jetzt auch diese Sparten sehr, sehr groß aufzubauen. Weil natürlich gerade in der heutigen Zeit keine Hallen gefüllt werden. Also die Wettkämpfe in Hallen können natürlich nicht stattfinden, aber umso mehr werden eben auch, und das habe ich jetzt auch von einigen in Quarantäne befindlichen Fußballspielern gehört, die dann sich sozusagen mit E-Game, sie spielen gegeneinander, aber eben übers Internet und sehen sich nicht, sitzen in verschiedenen Orten, aber können trotzdem noch über diese Art der Kommunikation ihre Wettbewerbe ausführen. Ja, witzig ist ja auch, dass in der Formel 1, die Rennen sind ja alle ausgefallen bisher, dass die Piloten praktisch mit normalen Menschen racen. Das heißt, sie challengen sich praktisch über das Internet, was natürlich auch wieder eine völlig neue Geschichte ist. Das heißt, Not macht erfinderisch und auf dem Wege bringen sich die Top-Profis, also die Elite, zusammen mit den normalen Gamern, die praktisch in diesem E-Sport-Gaming super sind. Die Nummer 1 ist E-Sport-Gaming-Racing gegen Hamilton oder wie auch immer, die racen dann. Das ist super spannend und auch, finde ich, eine witzige Geschichte. Insofern weiß man, dass dadurch auch beide Sparten wieder zusammenkommen, also die Praxis und E-Sport. Racing, wahres Racing mit E-Sport bedeutet auf der anderen Seite natürlich wieder einen Effekt, der immens sein kann, wo sich beide Seiten dann wieder befruchten. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal die letzten beiden Bilder machen. Wann sollte man solche Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Natürlich immer nur, wenn man sich sicher ist, dass sie risikofrei sind und dass sie nicht gefährlich sind, dass sie effektiv sind. Ineffektive sollte man vielleicht lassen, wobei auch da gleich noch ein anderer Aspekt zu betrachten wird. Mhm. Und illegale Substanzen sollte man sowieso nicht einnehmen. Mhm. Und man sollte auch gucken, ob sie für die Zielstellung geeignet sind. Und man sollte vor allen Dingen bestimmte Substanzen unter dem Aspekt nicht zu hoch, nicht zu viel, nicht zu viele Erwartungen in sie setzen. Dann kommt eben immer noch dann dieser Effekt des Placebo-Effektes. Aber Placebo-Effekt ist mittlerweile auch, obwohl es oftmals als Totschlagargument von Kritikern benutzt wird, ist nichts mehr Ehrenrühriges. Heutzutage beschäftigen sich mehr und mehr auch ernsthafte und sehr seriöse wissenschaftliche Einrichtungen mit der Erforschung dieses Placebo-Effektes. Und es gibt eben mittlerweile wirklich beeindruckende Ergebnisse darüber, dass tatsächlich durch diesen Placebo-Effekt, wenn man also glaubt, ein wirksames Medikament zu bekommen und in Wirklichkeit kriegt man nur ein Stückchen Kreide, dass dennoch erhebliche biologische Effekte zu erzielen. Es kommt zu Veränderungen der Hormonausschüttung und es kommt also doch zu messbaren biologischen Effekten einfach nur in Anführungszeichen durch eine erhebliche psychische Befassung mit einer bestimmten Thematik. Das sind also diese körperlichen Veränderungen. Bei veränderter Aktivität kann man messen, man kann neurologische Veränderungen messen oder auch Veränderungen im Hormonsystem, sodass also dieses manchmal etwas so abfällige Argument, das ist doch alles nur Placebo, das hat durchaus ist die Erklärung dafür, warum manche Substanzen doch erhebliche biologische Effekte haben können. Ja, und eins muss noch erwähnt werden, dass diese Produkte natürlich nicht nur für Sportler sind, sondern für jeden Bereich, jeden Lebensbereich. Das heißt, wenn ich viel im Büro arbeite, dann gibt es verschiedene Produkte wie Fokus und so weiter zum Konzentrieren. Repower kann ich da nur empfehlen. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ich viel im Büro arbeite, dann betätige ich mich wahrscheinlich auch sportlich, jogge ein bisschen, wie auch immer. Also das ist für jeden Altersbereich ab einem gewissen Lebensalter ist es natürlich sinnvoll, aber es ist nicht ausschließlich für Sportler, sondern für die breite Masse der Bevölkerung. Und
man sollte nicht glauben, dass man jetzt durch diese Substanzen dann vielleicht, wenn man nicht unbedingt sportaffin ist, dass man dann seine notwendigen körperlichen Aktivitäten am Tag einfach durch eine Dosis Repower ersetzen kann. Also dafür sitzen wir natürlich auch hier. Die Notwendigkeit, sich regelmäßig körperlich zu bewegen und zu belasten und auch mal zu schwitzen, ist natürlich ist dringend notwendig und wichtiger denn je. Aber man kann eben die Regeneration nach solchen Beanspruchungen durchaus auch noch verbessern. Ja, es muss ja noch kompatibel sein. Wenn ich Sport getrieben habe, nehme ich Repower. Wenn ich harte Büroarbeit aber noch vor mir habe, nehme ich Fokus, die nächste Sitzung vernünftig anwenden zu können und so weiter. Also das muss schon kompatibel sein, Produkt, Arbeitsfeld oder sportliches Betätigungsfeld. Also das sollte schon gegeben sein. Das Schöne ist, dass alle Produkte natürlich auch online zu bekommen sind in der heutigen Zeit. Also ich muss jetzt nicht in irgendein Geschäft gehen, um diese Produkte einkaufen zu können, sondern online ganz einfach zu bestellen. Und dann ist noch eine Frage, die Miki beantworten kann. Also es gibt ja immer wieder Nachfragen nach diesem Wasser, diesem DTX, welches offensichtlich ganz hervorragende Effekte hat. Es ist also, ich selbst bin Naturwissenschaft, bin immer ein bisschen skeptisch und kann auch nicht erklären, wie diese ganzen positiven Effekte zustande kommen. Ich weiß, dass es von einem chemischen Institut eine Analyse gibt, die nachweist, dass dieses Wasser Bakterien abtötet. Und gleichzeitig gibt es eine Vielzahl von glaubhaften und von wirklich bemerkenswerten Einzeldarstellungen von Patienten mit teilweise auch gravierenden Erkrankungen, die nach der Einnahme dieses DTX-Wassers eindeutige, auch objektivierbare Verbesserungen ihrer Erkrankung haben. Ich kann dazu nur sagen, ich nehme das zur Kenntnis, dass es so ist. Ich kann es nicht erklären, aber es sollte unbedingt nicht deswegen sozusagen in den Bereich der Charlatanerie getan werden. Es hat seine bakterientötende Wirkung, übrigens nicht gegen Viren. Also es ist wahrscheinlich kein Mittel primär gegen Corona. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass gerade die Superinfektion nach einem durch Viren geschädigten Krankheitsbild durch später eintretende Bakterien ja auch eine große Komplikation darstellen. Deswegen könnte er sogar auch da eine sekundäre Wirkung haben. In jedem Falle gibt es offensichtlich bemerkenswerte Ergebnisse, die man mit diesem DTX erreichen kann. Ja, insofern haben wir sicherlich viele, viele Fragen beantworten können und bedanken uns erstmal für eure Fragen, die zahlreich eingegangen sind. Ich denke, für das erste Webinar in der Form war es für uns ein Vergnügen, auf diese Fragen zu antworten. Ich hoffe, wir haben in eurem Sinne auch antworten können, ausreichend antworten können, auch mit der nötigen Qualität und freuen uns auf das nächste Webinar. Wünschen euch alles Gute, bleibt gesund von meiner Sicht aus und hoffe bis zum nächsten Mal. Ja, ich schließe mich an. Dass wir beide so eng beieinander sitzen, ist tatsächlich im Zeitalter der Corona ist etwas ungewöhnlich, aber wir sind beide nicht von Corona befallen und haben deswegen heute mal ausnahmsweise die Distanz von 1,50 Meter auf 80 Zentimeter reduziert. Auch ich bedanke mich fürs Zuhören und für die nächsten Webinare wäre es eigentlich schön, wenn aus Ihren Kreisen schon die eine oder andere Frage im Vorfeld gestellt werden könnte, damit wir uns dann auch insgesamt darauf vorbereiten können. Heute haben wir erstmal angefangen mit so einer generellen Ausführung, aber vielleicht ergeben sich dann im weiteren Verlauf auch konkrete Bedarfe für bestimmte Fragen und Antworten. Ja, vielen Dank. Machen Sie gut. Alles Gute. Und bleiben Sie gesund. Ja, bleiben Sie gesund. Okay.